Okay, let's go, Chad. Schau mal an, was ihr mir geschickt habt. Okay, keep it coming, guys. Keep it going. Keep trying. Even though you're not feeling it, keep trying, my friends. Each and every day. Und ich dachte immer, ich habe es schwer zu erklären, was ich beruflich mache. Messi is a wonderful, wonderful player. In each problem. Ich finde es lustig, wie, komm, es ist eine Messi-Compilation. Ich finde es gut, wie ich frage so, Leute, was habt ihr gesehen? Und dann so, oh, das muss ich Antonio anschauen, eine Messi-Compilation. The game would be much better. Bam. I think everything about this guy you want to like. You know, from the way he plays football to how he reacts when he gets nailed by someone. He doesn't show his frustration to his teammates. I just think everything about Stark. Him. You know. Ist, was ich mir heute gedacht habe erst. Ich finde es voll crazy, dass es ja so Leute gibt, die richtig gut in Fußball sind, so überdurchschnittlich gut, richtig überdurchschnittlich gut. Aber es auch voll viele andere Leute gibt, die wahrscheinlich auch so gut sind, aber die nie entdeckt wurden, weil die was anderes gemacht haben. Vielleicht steckt in einem von euch der krankeste Dart-Champion. Aber ihr wisst es nicht, weil ihr nie Dart gespielt habt. Wahrscheinlich hat jeder von euch irgendwas, in dem er unfassbar gut wäre, dass er Profi werden könnte. Irgendwann von euch ist bestimmt ein richtig guter Salsa-Tänzer. Aber ihr habt nie Salsa getanzt und deswegen wisst ihr es nicht. Bin gut im Stream schauen. So viele unentdeckte Talente hier. When I was born, my father named me Alexandria. And nice. It means protector of mankind. Chat, so, oh, isn't yeah. Alexandria yeah. the city under the ocean? Alexandria. Das ist ja noch schlechter als ich, die gedacht habe, dass Atlantis wirklich existiert. Das ist ja noch schlechter. Pisse. Kotze, Abschaum. Aschaffenburg in Bayern, Unterfranken ist mit 69.000... Aschaffenburg! Aschebärs! Schön. Oh. Schön. Meine Hometown, Aschebärs, Aschaffenburg. Ah, eine Aschaffenburg-Arschaffenburg-Produktion. Da unten ist eine gute Eisdiele hier unten. Da. In dem Park werden sehr viele Drogen gedealt. Das hier ist der Drogendealer-Park. Living in Aschaffenburg. Ah. Schön. Aschaffenburg in Bayern, Unterfranken, ist mit 69.000 Einwohnern die größte Stadt, zu der ich nur 10 Minuten mit dem. Ja, 70.000 Einwohner, aber 69 ist auch gut. Fahrrad braucht schwarz, weiß, braun, gelb und am Wochenende auch manchmal blau. Alle Kulturen haben hier ein Zuhause. Hier in der Straße, inzwischen ist er hier. Gute Dönerladen. Oh, der Hauptbahnhof. Oh, schön. Da ist man froh, wenn man nicht abgestochen wird, wenn man rausgeht. So wie jede Stadt, die einigermaßen etwas von sich hält, hat auch Aschaffenburg eine breit gefächerte Anzahl an überteuerten Nachtclubs mit schön. Kolossal. Sedgwick. Sedgwick wurde mir mal weggeschickt, weil ein Kumpel von uns eine Jogginghose anhat. Da konnten wir nicht mehr rein. Oh, das Schloss. Das Schloss Johannesburg ist so rot. Das Schloss wirklich nicht scheiße. Und die. Es wurde von 1605 bis 1614, also insgesamt 9 Jahre lang gebaut. Nun sind wir endlich am Mainufer angekommen. Am Fuße des Schlosses gelegen, wird man hier von früh bis spät von der Sonne angelacht. Es ist ein Problem, ich krieg gleich einen Sonnenbrand. Viel mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen, hier wird einfach nur... Da wird auch gedealt und gekifft. Viel gesoffen. Oder damit gesoffen, das auch. Ja, aber auch gekifft. Geht ein Tag in Aschaffenburg zur Neige. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Was bleibt einem jetzt noch anderes übrig, als den Ausblick von der Mainbrücke aus zu genießen und einfach über sein Leben in der Stadt zu reflektieren? Aschaffenburg in der Nutshell. Ist schön. Eagle Gang, Shoutout an die Eagle Gang. Moin. Brrr, ah, ah. Brrr. Bird Call. Was ist das? Bird Call. Ey, es ist einfach der Boy. Das kenne ich schon. Ist das ein Daumen? Ist das sauber genug? Das ist absolut nicht nice. Damit belästigst du sehr wahrscheinlich andere Leute und es ist keine disgusting. Ich kenn's. Ich weiß auch nicht, was ich da zu suchen hatte. Ganz random. Bitch, ich war einem. Oh, das ist der ganze Song. Der ganze Song. Ja, wir haben gesagt, wir machen uns nicht mehr bei den Multipler lustig. Weil Karl doch erzählt das ja früher, dass sie früher in Multipler gefahren sind. Und Karl sah so süß dabei aus, dass ich mich nicht mehr bei Multipler lustig machen will. Ich bin der Gregor und wie meine Mutter schon immer sagte, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. Ja, finde ich gut. Vino, Vino. Oh, it's a duck. It's a fucking duck. Cute. He microwaved it! I'll think you better. Chicken nuggets! Microwaved it. Second half, the orange ball burst, and the fans weren't happy. Wo ist der Ball?
Football without seeing the ball is glorious. But the ball couldn't be changed. Only white ones left in East Belfast. So bad, so bad, so bad. Im Industriegebiet in Cloppenburg gibt es einen schicken neuen Radweg. Früher musste man hier total gefährlich auf der Straße fahren. Schrecklich. Doch jetzt macht der Radweg. Ich liebe Fahrradfahrer. Weg das Radeln sicherer. Der Kerngedanke ist den Radweg. Das war der Radweg. War das gerade der Radweg? Nee. Fahrer. Von der Fahrbahn in diesem hochfrequentierten Verkehrsknotenpunkt auf die Nebenanlage zu holen, auf die sichere Nebenanlage zu holen, die ist extra für ihn gebaut worden. Von der gefährlichen Straße auf die extra für den Radfahrer gebaute Nebenanlage. Nein. Zumindest hier, auf diesem Stück. Nein. Denn der Radweg endet schon recht bald wieder. Der ist ungefähr knappe 30 Meter lang. Und dann sieht man ja, da muss ich wieder runter. Der LKW-Fahrer müsste bremsen. Und muss mich vorbeilassen, wenn ich die Hand raushalte. Nein, ich habe Vorfahrt als Fahrradfahrer. Oh, wenn ich die Hand raushalte, darf ich auch fahren. Was tut, weiß ich nicht. Und das ist gefährlich. So, das kann aber auch niemand mehr Allmann sein, wie er jetzt hier. Und das ist gefährlich. Oh, ich würde mich nicht beschweren. Ich finde es super. Hi, Freunde. Ja. Hallo. Die Hanfzigarrenzeit ist wieder gekommen. Was ist denn in die Mods reingeschickt haben? Von wegen. Ist schon ein dicker Dübel. 11,85 Gramm. Zündung! Zündung? Aber den raucht er jetzt nicht wirklich, oder? Oh mein Gott. Oh mein Ach, Gott. Oh mein Gott. Dein. Thun. Thunfisch. Thun. Miet. Thun. Onkel. Thun, Thun. Dein Onkel mäht deinen Thunfisch. Tum, 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 tum. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Here we go. Ich hätte niemals der Schwerkraft vertraut. Wieso soll ich der Schwerkraft dann vertrauen? What the fuck? Ich hätte es nicht gemacht. Lieber der Schwerkraft nicht vertrauen, als eine Bowlingkugel im Gesicht. What is driving the internet crazy? Starting with Justin Bieber. This is how he eats a burrito. JB chowing down on a burrito like it's a corn cob. Kenn ich schon. Yes Theory hat geprankt, dass Justin Bieber Burrito so essen würde. Hat dann angefangen, so ein Foto aufzunehmen. Hier, das ist der Dude. We were convinced we had just shot a viral video. Aber der Typ sieht echt schon ein bisschen aus wie Justin Bieber. Did she drop her bag? No way. Dude, 100% that's Justin Bieber. Justin! Wow. The celebrity tour bus gave our video so much more credibility than we could have ever have planned for. We were convinced we had just shot a viral Stark. Video. Sieht schon sehr aus wie Justin Bieber, das stimmt schon. Und dann haben die es geschafft, das Ding viral zu machen. Es ging durch alle Nachrichten und so weiter. What the fuck is Justin Bieber doing to his burrito? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Justin Bieber ist gar nicht drauf eingegangen. Finde ich voll krass, dass er so nicht auf so was eingeht. Weil er hätte ja easy sagen können, ja, bin ich nicht. Aber es ist im Nachhinein viel schlauer, dass man weiß, dass er sogar auf Sachen, die falsch sind, nicht drauf eingeht. Wenn er dann auf Sachen, die real sind, nicht drauf eingeht, dann können die Leute sagen so, da ist er aber auch nicht drauf eingegangen. Wisst ihr? Das ist voll smart eigentlich. Oh. Jetzt wurde ich gerickrollt. Seht ihr da hinten im Hintergrund? Das, was im... Ah ja, hier, mein Wäscheständer. Im grünen Bereich. Alles ist im grünen Bereich. Auch heute gab es in Berlin wieder eine sogenannte Querdenken-Demo. Man kennt das ja schon. Die bekannte Insalata Mista aus ein paar tatsächlich besorgten Bürgerrechtlerinnen und einer Mehrheit von Esoterikern, Verschwörungstheoretikerinnen, Hippies und einer Sängerin. Ja, schön, 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 schön. Jetzt wird's cringe, Leute. Jetzt wird's cringe! Wisst ihr, warum es cringe wird? Denn jetzt kommt das 10.000 Abonnenten-Special von Kennst du nicht. Viel Spaß damit. Küsse gehen raus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Support ist kein Wort. Okay. Kuss geht raus! Passt das so? Ein Unge-Diss-Track. Das ist mein Diss-Track an Simon. Simon, Unge, du bist kein guter Junge. Du isst kein Fleisch. Eine Dumme. Und wenn du nach Madeira ziehst, dann fallen die Palmen um. Yeah. Ah, war gut, oder? Jetzt seht, hier sind noch zu viele Videos. Aber wir haben fertig.